Hier geht es um Standard-Parallelschaltungen, wiederum mit R und L bzw. R und C in Kombination. Ich fange mal an mit der RL-Schaltung, nämlich ein Widerstand parallel zu einer Induktivität. Ich lege es an eine Spannungsquelle U. Na, dann haben wir hier den R und hier das L. Und hier haben wir IL, R natürlich. Und hier haben wir IL und hier haben wir I gesamt. So, wir können hier in den einzelnen Zweigen sauber arbeiten. Der R, der wird natürlich dargestellt durch R, beziehungsweise wir können mit 1 durch R rechnen, wenn wir nur den Leitwert brauchen. Nicht insgesamt, das hatte ich schon ausgeführt, sondern eben nur betrachtet auf diesen Zweig hier. Und beim L, da würde es sein, dass J Omega L, beziehungsweise wenn wir arbeiten wollen mit der Admittanz, dann können wir auch mit 1 durch Omega L arbeiten. Somit ist dann IR gleich U durch R und IL ist gleich U durch J Omega L. Spannungsabfall über beiden Elementen ist gleich U und immer ist immer derselbe. Also I gesamt ist gleich IR plus IL, einfach die Knotengleichung ausgewertet, ist also gleich U mal 1 durch R plus 1 durch J Omega L. Meinetwegen, für die, die es nicht mögen, wenn das J unten steht, U mal 1 durch R minus J durch Omega L. Wie schon gesagt, ich trenne J und Omega sehr, sehr ungern. Naja. So, dieses hier würde man auch als die Admittanz da angeben, nämlich Y gleich 1 durch R plus 1 durch J Omega L. Okay, das Zeigerdiagramm dazu hier gibt es keine zwei Varianten, eigentlich keine zwei sinnvollen Varianten, weil wir das gemeinsame Element, nämlich die Spannung, auch das ist, was schon gegeben ist. Also würden wir einfach hier anfangen mit der Spannung U gleich UL gleich UR. Realteil von U, meinetwegen J, Imaginärteil von U. Ich schreibe es hier nochmal einmal hin. Und dann haben wir parallel hierzu den Strom mit der Stärke IR. Da machen wir es komplett. So. Und hier 90 Grad gedreht. Die Stromstärke für den Strom durch die Spule und hier den gesamten. Gut, das war es auch schon fast. Noch kurz die Beträge ausgerechnet. IR ist natürlich gleich U-Betrag durch R, da brauchen wir nicht viel tun. IL-Betrag ist gleich U-Betrag durch Omega L. I-Gesamt-Betrag ist gleich hier den Pythagoras ausgewählt, gewertet. IR-Betrag-Quadrat plus IL-Betrags-Quadrat. Das sieht alles ein bisschen unhandlich aus mit diesen Betragsstrichen. Ich würde es aber trotzdem tun, oder ich tue es trotzdem, um es ganz eindeutig zu machen. Na, und dann kommt hier eben raus 1 durch R Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat L Quadrat. Und das hier ist auch gleichzeitig gerade der Betrag der Admittanz, also Y-Betrag. Und dann brauchen wir noch die Phase von U nach I. Das ist ja gleich Phi. Ist gleich der Winkel, wo haben wir komplett stehen, hier noch auf die andere Seite gebracht mit 1 durch, also 1 durch 1 durch R plus 1 durch J Omega L. So, das ist, braucht jetzt, glaube ich, ein paar Worte mehr. Ist nämlich zum einen negativ, weil wir es hier 1 durch stehen haben. Arcus Tangens. So, dann haben wir unten stehen 1 durch J Omega.
Der Imaginärteil hier an der Stelle wäre aber minus 1 durch Omega L. Also bräuchten wir hier nochmal ein Minus, ich mache es mal da rein, minus 1 durch Omega L und der Realteil ist natürlich 1 durch R, durch den müssen wir dividieren, also geht das nochmal nach oben mit dem R, also kommen wir hier drauf auf Arcustangens R durch Omega L. So, machen wir gleich weiter mit dem RC-Glied. Das ist eigentlich nur noch die Vervollständigung der ganzen Geschichte. U, R, C, I, R, I, C. Wie gesamt, für Puristen noch die Punkte dran gemacht. Mit R arbeiten wir wieder, beziehungsweise wir arbeiten mit dem Leitwert 1 durch R. Und C schreibe ich gar nicht erst auf, machen wir gleich den Leitwert durch C. Wir haben hier den Blindwiderstand BC gleich Omega C natürlich gegeben. IR ist gleich U durch R. IC ist gleich U mal J Omega C und I gesamt ist gleich IR plus IC ist gleich U mal 1 durch R plus J Omega C. So, eigentlich sogar noch einfacher als das mit der Spule. Das Zeigerdiagramm. Wir haben wieder die Achsenbeschriftung und es gibt hier auch nur eine sinnvolle Art, das anzufangen, nämlich hier mit dem U. Ich habe ein bisschen oben drüber gelegt, eigentlich muss der tiefer liegen. Dann dem Strom IR, senkrecht dazu und voreilend 90 Grad IC und der gesamte Strom. Wie gesamt hier. So, und noch gerade die Beträge und die Phase. Dann haben wir IR gleich U-Betrag durch R. IC-Betrag gleich U-Betrag mal Omega mal C. Sowohl C als auch Omega sind positiv und reell. I-Gesamt ist über den Pythagoras hier ausgewertet. I-Betrag, IR plus IC-Betragsquadrat. Also gleich U-Betrag mal Wurzel 1 durch R-Quadrat plus Omega-Quadrat C-Quadrat, was wie eben auch hier gerade der Betrag der Admittanz ist. Und die Phase Phi, also der Winkel von U auf I, beziehungsweise der Winkel von dem Kehrwert von dem, also 1 durch R plus J Omega C ist gleich minus Arcustangens, weil es hier im Nenner steht, des Winkels von der Geschichte hier unten. Und das ist der Imaginärteil Omega C durch den Realteil. Der Realteil ist 1 durch R, also geht das R nach oben. So, und damit ist auch das erledigt.